Hallo Frankfurt, hallo Filmpublikum, hallo Filmmuseum. Heute beginnen wir eine Reihe, die ich kuratieren durfte. Filme, mit denen ich persönliche Verbindungen habe. Und wir beginnen mit einem Film, mit dem ich eine sehr persönliche Beziehung habe. Ein Film, den wahrscheinlich jeder von Ihnen schon mal gesehen oder zumindest schon gehört hatte. Der dritte Mann, Carol Reed, im Nachkriegs Wien. Wien ist aufgeteilt in diese vier Besatzungszonen. Ein amerikanischer Journalist kommt in die Stadt und es beginnt eine Thriller-Story. In der Mitte dieses Films ist eine wunderschöne Frau. Und wir kennen alle natürlich diese große Verfolgungsjagd unten in den Kanälen und wir erinnern uns alle an diese einprägsame Zittermusik, die in diesem Film so eine bedeutende Rolle spielte. Aber Alida Valli war für mich damals so eine bezaubernde Frau aus den 50er, 60er Jahren. Und ich hatte das Glück, mit ihr in ihrem hohen Alter, weit über 90, ihren letzten Film zu machen. Ich drehte damals einen Film in Spanien, Semana Santa, und der italienische Produzent, der mich fragte, ob ich nicht Alida Valli nochmal überreden könnte, einen Film mitzumachen. Und mir wurde ganz weich in den Knien. Diese Frau, die ich so sehr verehrte, die ja dann nach diesem Film auch eine Riesenkarriere in Amerika stattfand und in Italien sozusagen die Diva des italienischen Films wurde. Und Alida Valli war, während wir auf dem Set waren, ich hatte dort auch amerikanische Stars dabei, sowas von souverän. Sie reiste damals mit ihrem Sohn nach Andalusien, wo wir diesen Film drehten, Semana Santa. Ihre letzte Rolle, kurz nach diesem Film starb sie dann. Und sie konnte kaum gehen, aber sobald die Klappe fiel, ging ein Ruck durch ihren Körper und eine Spannung ging durch, dass jeder auf dem Set sozusagen im Schweigen verharrte und staunend nur beobachten konnte, mit welcher Erfahrung, mit welcher Ausdruckskraft diese inzwischen sehr alte Frau junges Leben in einen Film hineinhauchte. Aus diesem Grund sehe ich diesen Film wahnsinnig gerne, immer auch in Erinnerung an meine persönliche Erfahrung in den Dreharbeiten von Semana Santa mit Alida Valli. Und ich wünsche Ihnen jetzt mit der jungen Alida Valli viel Spaß.